Ich tue ordentlich und ordnungsgemäß die Räume durchsuchen nach DIN-Norm 555721. Sie hat den Strom ausgeschaltet. Okay, alle mitkommen, ich weiß, wo der wieder angeht. Ja. Glaubst du, wo hier? Du glaubst? Was heißt du glaubst? Du hast gesagt, du weißt, wo der ist! Ja, es war eine Knappe, aber ich weiß nicht mehr, wenn ich die Karte gehört. Ich hab alle noch eine Kamera, hier hab ich auch nicht mehr. Warte, also ich hab. Achso, jetzt was. Also bei mir steht noch Sanity Pin 2. Ich hab noch meine beiden. Daniel, ja. Du musst mal. Achso, du hast eh alle verloren, weil du gestorben bist. Ja, ja, ich habe aber $215. Ich kann was kaufen. Ja, es ist auch so, was wir uns vielleicht auch. Was wir achten wir sollten. Bei. Ich hab nochmal verschaut wegen der Versicherung. Aha. Die Versicherung kriegst du auf normal, also auf dem Modus, den wir spielen, 50% deines gesamten Geldes zurück, was du ausgegeben hast. Versicherung heißt, wenn ich sterbe, oder? Genau, oder wenn du tot bist. Nee, wenn du tot bist. Boah, ich hab deine Leiche gar nicht gesehen. Die stand, lag im Gang, brettelbreit. Ich bin schon hier. Ich bin wirklich mitten am Gang gestorben. Ich war fertig mit den Nerven. Also, okay. Ah ja, ich muss kurz einen Kumpel von mir grüßen. Hi, Matteo. So, jetzt, ich hab gegrüßt. Der ist doch gar nicht im Stream. Aber okay. Nee, aber der schaut dir zu. Der schaut dir zu. Wie, der schaut mir nicht zu? Oder? Doch. Er schaut jetzt gerade zu. Jetzt gerade live dir zu. Man kann einem Stream zuschauen. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich hab diesen typischen einen Zuschauer. Ich hab den typischen einen Zuschauer gerade drin. Und das ist normalerweise mein Aufnahmeprogramm. Ja. Ja, wahrscheinlich ist das nicht der Aufnahmeprogramm. Weil davor war es zwei und das war wahrscheinlich dein Freund und der ist wieder draußen. Ansonsten soll er dir jetzt schreiben. Ansonsten soll er dir jetzt schreiben. Oder jetzt in den Text rein. Er hat mir geschrieben, danke, dass ich ihn gegrüßt habe. Oh, ich glaube, Twitch hat gerade bei mir ein Problem. Ja, okay, Twitch stirbt gerade bei mir ab auch. Gib mir eine Sekunde. Ich hätte gesagt. Ich bin ready. Oh, irgendwer hat schon. Ah ja, Farmhaus. Ja. Farmhaus. Also der schöne. Ja. Farmhaus. Also Freund von Alex, schreibt mal in den Chat. Will wissen, wie der hier heißt. Freund von Alex, schreibt mal wieder. Okay, Matteo schreibt. Matteo. Ich komme auf mit gebrochenem Genick. Audiosensor. Ich will endlich mal wissen, was der Audiosensor sich bringt. Das machst du an die Wand und hey, dann ho, let's go. Du, 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 du. I'm so excited. Don't stop believing. Oh nee, natürlich am letzten Eck des Hauses ist der Scheiß, oder was? Nee, obwohl gar nicht mal. Okay, wohl kommt drauf an, wo du reingehst. Waren wir in der Hütte schon mal? Warte mal, ich drehe gerade hier gleich in die falsche Richtung. So. Don't stop believing. Da 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 da. Don't stop believing. Da 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 da. Don't stop believing. Da 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 da. Don't stop believing. Dun dun da da da. Komm mit Daniel geschimpft, wo ist er? Ja, nicht da. Verdammt. Warum hast du mit Daniel geschimpft? Weil ich gesagt habe, ich muss mich jetzt ausziehen, weil mir so warm ist, weil ich so Angst habe. Warum? Moment mal. Können wir zu dem Punkt ziehen, dass du dich jetzt ausziehen musst? Ja, Jacke ausziehen. Achso. Wer hat da halt eine Jacke an? Es ist ja keine Jacke, es ist so ein Jumper. Und ein Jumper, okay, ja. Entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Lassen Sie ein Team die Zeuge eines Geister-Events werden. Reinigen Sie den Bereich, in dem... hat das Räucherstäbchen, juhu! Lassen Sie einen Geist durch Salz wandeln. Also in letzter Zeit haben Sie es mit Salz wieder. Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben das letzte Mal ein einziges Mal den Geist angerufen. Wir haben Jennifer Aniston. Hey, wer hat die Räucherstäbchen geklaut? Wer hat die Räucherstäbchen? Niemand. Ach, das waren meine.
Oh, Scheiße! Wir sind jetzt weg. Wir haben keine Räucherstäbchen. Oh, shit. Ja, ist klar. Wartet, ich mache meine typische Aufgabe. Ich hab gesagt, wir gehen jetzt einfach. Stopp! Erst die Kameras. Stopp! Nee, ohne vor. Kann jemand noch das Salz mitnehmen? Was? Ich hab drei Hände schon voll. Ich auch. Dann nehm's ich mit. Ich nehm danach noch. Hat jemand Thermometer? Ich hab Thermometer. Ich auch. Warum hast du Thermometer? Weil. Ich... Doch. Sicher. Nein, ich hab auch noch ein EMF dabei. Aber ich komm nicht allein, glaube ich, rein, oder? Hä? Der Schlüssel muss nur in der Nähe vom Schloss sein. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Also es ist wenigstens mal wieder kleiner, ich bin schon mal daher happy. Aber das Gebäude macht mich... Oh Gott. Das war ich. Leute! Alles ist gut. Wer ist tot? Oh mein Gott. Wer ist tot? Ja, du. Wieso soll ich tot sein? Weil du so still warst. Ich tu ordentlich und ordnungsgemäß die Räume durchsuchen nach DIN-Norm 555721. Was ist? Daniel sagt nicht ohne Grund open. Ich hab eine Tür nach draußen gefunden. Aber wer hat da geatmet? Raphael, was das war der Geist. Nee, wirklich. Ich hab das war ich. Ja. Dann war das der Geist. Wollen wir vielleicht mal das obere Stockwerk wechseln? Schauen wir mal, ob es ein Treppengeist wieder ist. Ja, das weiß ich. Leute, hier ist hier oben, es ist echt ein Treppengeist. 0,3, ich wiederhole, ich habe 0,3 hier oben irgendwo, ich finde es noch nicht ganz. Robin, hier unten im Schlafzimmer ist übrigens der Stromversorgung. Minus gerade. Warte, wo bist du? Oben. Könnt ihr kommen, ich will da allein in den Raum nicht rein. Aber wo ist der denn? Ja. Ich weiß nicht, ob wir ausgehen. Wenn du die Sprint abgedrückt, dann schaltet ihr direkt in die Minus 4 Grad, minus 1,2 Grad, minus 1,9 Grad. Ich leg Salz aus. In dem Raum. Ja, ich mach kurz Licht an und leg das Kuchen. Ich hol's eine Kamera. Und sein Zeichen. Bin gleich wieder da. Oh. Was denn? EMF-Signale für EMF-2. Okay. Ich geh kurz auf V-Licht. Gut. Daniel, hältst du die Stellung? Daniel, lass dich nicht so nachquatschen. Komm. Ja, komm mit, du kannst die Voice Don't stop believing. Da-da-da-da-da-da-da-da. I'm so excited. Oh, Daniel, hol mal die Voicebox. Ba-da-ba-ba-da-ba. Wir singen können. So. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen... Oh, shit. Musst du dauernd Fotos machen? Ich bin so erschrocken, weil ich zum Reden angefangen habe, es tut mir leid. Buch! Okay, ja, ich komme. Ich hab ein Foto gemacht. Du weißt, ich kann nur dich per Walkie-Talkie. Ich hab ein Foto gemacht. Ich mach, Mach mal Licht aus, wir kommen raus und checken Orbs.
We have a book. We have a book. Oh yeah, we have a book. Er hat das Buch geschrieben. Er hat gezeichnet, meinst du? Hey, wir haben sogar noch 20 Sekunden. Warte mal. Oh, dann kommt jetzt meine Zeit zu glänzen. Geisterorbs, wir haben alles. Geisterorbs. Yeah, ich habe noch keinen gesehen. Ich will einen sehen, ich will einen Orb sehen. Das heißt, wir haben... Ich hab ihn gesehen. Es ist ein Jurai. Er ist durchs Salz gewandelt. Juhu! Also, dann, also einer von euch kann noch... Jetzt hat... Oh, guck mal, der Sensor! Sensor, was? Da oben! Upstairs Bedroom! Oh. Cool! Ah! Ich weiß zwar nicht genau, was der Sensor macht. Der tut auf Audio reagieren. Bedeutet, wir merken, wenn er sozusagen Geräusche macht, sehen wir das angezeigt. Ich weiß bloß noch nicht genau, was bringt der Foto oder dieses Lichtdings da? Welches Lichtdings? Da siehst du Bewegung vielleicht? Nee, ansonsten wüsste nicht, was der bringen sollte. Nee, wenn er wahrscheinlich auch Geräusche allgemein macht, irgendwas. Ich find's so geil, der Geisterorb taucht immer unten in der Ecke auf. Da hatte ich echt Glück, dass ich die so positioniert habe. Nee, da hinten ist auch einer. Ohne Walkie-Talkie. Ah ja, stimmt. Ups. Ich vergesse es auch immer. Ich auch, ich mach's einfach, vor allem weil es meine Leertaste ist, wenn ich anspanne, ist es sofort aktiv. Wir haben noch mal reingehen und keine Räucherstäbchen. Nee, die hat jemand verloren. Doch, aber alle zu dritt. Ich meine, ich sterbe sowieso, also ist doch gar kein Stress. Ja, warte, ich nehme meinen Sensor mit. Ich will meinen zweiten Sensor. Ich nehme zwei Kameras mit. Ich habe UV. Nee, dann nehme ich zwei Fotoapparate mit. Bist du wahnsinnig? Warte, ich will es sonst auf Live-Übertragung haben. Taschenlampe. Warte, ich bin Live-Sender, ich muss Film machen. Mir geht eine Taschenlampe ab. Hat jemand zwei? Ah ne, da unten. Irgendwer hat seine Taschenlampe nicht ordnungsgemäß aufgeräumt. Ich habe meine nie abgelegt und das wirst dann wahrscheinlich... Scheiße! Ich habe gescrollt. Wollt ihr euch bitte vielleicht mal beide in den Türeingang stellen? Dann kann ich ein Foto von euch machen. So ein Erinnerungsfoto. Ja. Du willst bloß, dass die Tür hinter uns zugeht. Alex, nimm deine Fotokamera. Nimm du auch dein Ding. So, stell dich näher zusammen. Oh, wunderschön. Nee, ein Stückchen weiter nach rechts, Raphael. Nach links. Andere Richtung. Noch ein Stück. Und jetzt nimm die Kamera ein bisschen weiter runter. Ja, oh, beautiful. Das schauen wir uns schon mal gleich mal an. Hallo, wir hätten gerne eine Reportage über Sie. Schau dich das genau auf meinem Journal an. Man sieht sich selber leider nicht, bedeutet, ich sehe nur eine Person dann. Ach, doch, man sieht dich bestimmt. Nee. Hallo? Warte, ich tu meine Fotokamera aufhängen. Wie heißt sie? Aniston. Jennifer Aniston. Warte mal, schöne Foto. Achtung, Sensor ist aktiv. Anderson. Was? Sensor ist aktiv. Mach Licht aus, wenn du rausgehst, bitte. Ich bin gerade von einem Geister-Event geworden. Daniel, mach Licht aus. Wir haben Live-Kameras überall, wir sind jederzeit ausgestattet. Obwohl, ich weiß nicht, ob das gilt. Du weißt, das ist nicht, wie es funktioniert. Ja, das ist aber schade. Das verstehe ich nicht, weißt du, es ist doch eigentlich genauso. Chat bitte. Wenn live vor dir durchs Salz läuft zum Beispiel, ich glaube, dann ist es ein Geister-Event, oder? Nee, ich glaube nicht, der muss was rumschmeißen oder sowas. Aber Aktivität. Aber guck mal, jetzt tut er zum Beispiel gar nichts machen, weil jetzt ist still. Jetzt ist der Sensor ganz still. Wir sind noch nicht im Haus. Ah, guck mal! Da das Gelbe, beim gelben Bereich reagiert, ist mein Fotosensor. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Fotosensor ist. Wie Geisterort. Hey Alde, mach mal was da drin! Oh mein Gott, kommt die Aktivität an. Ja, das war gerade eben auch schon so, aber ja. Es ist wieder null.
Ja, das ist. Ich lese mir jetzt mal durch, was ein Jura überhaupt macht. Das ist eine gute Idee. Wir haben ein Interaktionsfoto. Also, ich muss mal sagen, ich finde das. Ich finde dein Foto. Daniel, ich finde dein Foto. Ja, das ist ja. Ich finde dein Foto super geil, weil ich sehe Alex mit einer fliegenden Kamera hinter sich. What? Ja, du siehst ja, du siehst dich selber auf dem Bild nicht. Du siehst dich ja selber auf dem Bild nicht. Bedeutet, man sieht nur die Kamera, die fliegt hinter Alex. So richtig creepy. Das ist ein schönes Erinnerungsfoto für mich. Ist sie nur Raphael oder hinten so der leere, dunkle Gang? Also ich lese mal vor. Ein Jura ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in physischer Welt zurückkehrt. Stärken. Jurai haben einen starken Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Da öffnet sich eine Tür, Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Siehst du das? Ja, das ist der Geisteraufgangsprung. Weißt du, welche Tür das ist? Zum Schlafzimmer. Diese Tür hat sich geöffnet. Ja, sie macht doch Geräusche. Sie ist aktiv. Sie ist aktiv. Schaut her. Der Upstairs Bedroom hat wieder Sound. Oh. Wir werden in Zukunft ein digitales Geisterjagd-Team sein. Wir werden nur noch mit Sensoren arbeiten. Aber so erleben wir kein Geister-Event. Das müssen ja, wir, glaube ich, drin sein. Dann, ich kaufe den Headcamera und du läufst mal rein. Also mir ist das... Schwächen. Alex und ich zwingen dir das Ding auf den Kopf und drücken dich rein und schließen die Tür hinter dir zu. Wenn sie den Raum des Jurai ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Ja, das gut, ist richtig. Hätten wir Räucherstäbchen, könnten wir das auch machen. Hätten wir Räucherstäbchen, könnten wir auch die Mission erfüllen. Mein Mikrofon will nicht mehr. Es ist doch ganz einfach. Wir können sie nicht ausräuchern. Licht ausgemacht im ganzen Haus. Nee, das war nicht wir. Nee, das war der Geist. Achso, er, ja. Sorry, falsch verstanden. Ja, ich hätte gedacht, das Licht im Haus. Und jetzt hat es wieder angemacht. Es ist wieder an. Ich hätte gesagt, wir gehen entweder jetzt alle rein und schauen nochmal, ob wir ein Geister-Event erleben. Oder wir fahren jetzt sofort weg. Weil alles andere wäre Zeitverschwendung. Also, wie schaut's mit der Sanity? Sanity schaut gut aus, ja dann... Fuck that shit. Das ist von dir zu hören. Ja, ich muss eine gute Show liefern. Hallo, ich muss die Kameras noch aufstellen. Daniel, wo läufst du hin? Das ist die falsche Tür. Was ist mit der Kamera? Ach, das ist die Kamera. Oh. Das sind die Außenkameras. Ja, ich muss doch nicht. Eure Fotoapparate gezückt. Ich hab nur keine. Also, sobald wir reingehen, wird das Licht ausgehen. Ich hab kein Fotoapparat. Ja, keine Sorge, ich hab einen, das reicht schon. Weil einer ist gleich kaputt gegangen. Ich hab auf jeden Fall. Naja. Gib uns ein Zeichen, du Sau! Aber nicht den Namen sagen, er ist angepisst genug. Mach mal Licht an. Oh mein Gott, was war das? Die Tür? Welche Tür? Da unten? Eine Tür. Nee, die vorne. Daniel hat die Tür wieder zugeschlagen, glaube ich. Nein, nee, habe ich nicht. Dann ich habe das Licht angemacht. Jetzt habe ich die Tür geöffnet. Oh, sie hat allen dreien. Oh, ja, da sind Skill Dyson. Guten Tag, mein... Schon fotografiert eigentlich, die Fußstapfen und alles. Habe ich alles fotografiert. Oh. Ah, perfekt. Oh Gott. Sie hat den Strom ausgeschaltet. Okay, alle mitkommen, ich weiß, wo der wieder angeht. Ja, alle brav mitkommen. Sonst bin ich wieder tot wie das letzte Mal. Ich warte unten. Ich sag jetzt nichts Falsches. Dankeschön. Ich lauf irgendwo hier. Du glaubst? Was heißt denn, du glaubst? Du hast gesagt, du weißt, wo der ist! Ja, es war im Schlafzimmer, ich weiß nicht mehr, warte kurz. Auf der Seite war doch ich, oder? Ach, hier. Warum machst du Fotos? Sightseeing. Das war nicht ich. Sightseeing. War der Geist. Fuck you. Hab wieder angemacht. Keine Sorge, wenn wir nicht irgendwie ein bisschen mehr Licht ausschalten, dann ist gleich wieder raus. Ich sag da nur eins, dann geht. Ich bin so angespannt. Sind die zu dritt? Ja, bist du eigentlich bad. Der reagiert aber diesmal auf Gruppen.
Ach so, ja, umso besser. Dann werden wir Zeuge eines Events. Ja, eines Massenmordes. Das kann immer gleich, immer nur ein gleichzeitig. Wir stellen uns alle an die Tür und warten, bis er kommt und machen Foto. Ich hab keine Kamera, wie oft denn noch? Aber ich hab zwei. Wahrscheinlich mit einem Foto und die gibst du mir. Ja. Natürlich. Komm. Es war so klar. Warum? Warum will er nicht kommen? Wie heißt denn der eigentlich nochmal? Oh Gott, Daniel. Ich schau nach dem Namen. Ihr könnt mich. Ich schau nach dem Namen und komme dann wieder. Hey Leute, wir haben Geister-Event erledigt. Ja, ist abgestrichen. Ich sag nur eins: Smilen bitte. Smilen, stopp, jetzt bleibst du doch mal stehen. Zurück, alle nebeneinander, kommt's. Ja, schön. Noch einen schönen Smiler drauf, sagt mal Tschüss. Nicht, ich will nicht deine Eier fotografieren. Alex, schau dir das Foto an. Yay. Warte. Das ist von Raphael. Jetzt sehe ich mal wieder nix, weil ich bin... Ja, ich sehe... Ich finde auch mein Foto von dem... Von dem hier Dingen. Wie heißt der? Na. Ach, Charlie Chaplin. Schau dir das Foto an. Vom Charlie Chaplin? Ach, stimmt. Bilderrahmen. Schaut leicht creepy aus. Habt ihr alles ausgewählt? Was haben wir denn? Jan Jurei. Ja, habe ich. Geisterbuch, Temperatur und Geisterorb. Und Buch. Genau, letzte Frage. Okay, dann. Yeah, we did it! Und wir haben alle überlebt. Bin ich gestorben. Sogar Daniel. Also ich will ja nicht sagen, aber im Vergleich zum letzten Mal haben wir echt wenig bekommen. Ja, weil es war eine Anfänger-Map, oder? Nee, weil wir auch kein Foto vom Geist haben, gleich ein Foto, Geisterfoto bringt nochmal extra. Ja, richtig. Oh, okay. Ja. Ich bin Stufe 9. Pack sie dazu. Das kann doch nicht gut sein, dass ich Stufe 9 bin, oder? Also ich muss auch nicht unbedingt höhere Stufe haben. Weißt du was, ab Stufe 5, ich drück da auch eine Leertaste zum Reden, ich bin genial. wisst ihr, was genial ist, was in der nächsten Stufe passiert? Okay. Was denn? Das glaube ich nicht wissen. Neue Schwierigkeitsstufe. Da-da-dam. Ja, für mich dauert das noch ein bisschen. Also, ich habe jetzt letztens die Folge beim MyGronk gesehen. Und da haben sie ja die ganz hohe Schwierigkeitsstufe gespielt. Und haben gesagt, das macht gar keinen Spaß, weil du eigentlich instant angegriffen wirst einfach. Ja, toll. Wo ist denn da der Spaß? Denk mir auch so. Also ist halt... Ja, ich schätze... Ja, aber... Mit ein bisschen mehr Geist-Action wäre es schon cool. Also ich... Es ist noch ein bisschen wenig. Daniel, Action, kaufst du Räucherstäbchen oder sollen die jemand anderes kaufen? Ich hab sie schon gekauft und sogar schon hinzugefügt. Oh, ich bin oh la la. Also, la bene, mort, bitte behure. So, dann schmeiß mal Was für eine Map nehmen wir? Weil dann nehme ich Sanity Film mit. Hey. Everything changes.